kann auch sagen, so im Dezember auf Pellworm bei Windstärke 1 Million und 0 Grad ist auch kein Spaß natürlich so. Ne? Also das war auch, das hat sich eher wie im Kriegsgebiet angefühlt, irgendwie da zu drehen. Aber am Ende des Tages zahlt es sich aus, weil ich finde, die Bilder, die man dort bekommen hat, also diese Leere, diese Trostlosigkeit dieses Ortes ist immer noch beeindruckend für mich, wenn ich es jetzt auf der Leinwand sehe. Ich glaube, in unserem Fall war es aber vor allem auch eine Vorbereitungsfrage und eine Konzeptfrage. Weil vor Ort selbst, was wir dann konkret gemacht haben, war jetzt gar nicht so technisch mega abgefahren oder so. Ne? Mit, zum Beispiel gibt es kein Licht, das da aufgebaut wurde, fast nie, weil es was meist über Tag einfach so ist, wie es ist. Aber jetzt gerade so diese Wattsequenzen und am Strand, glaube ich, war vor allem eine visuelle Konzeptarbeit. So, wie will man das zeigen? Wie will man sich kameramäßig den Figuren gegenüber präsentieren, um eben dieses Gefühl dieser maximalen Situation irgendwie so aufzubereiten? So. Und da arbeiten wir, ist ja auch naheliegend, eben viel mit Totalen, ja, die Figuren klein im Bild, die überwältigende Situation eben im Kontext zu den kleinen Protagonisten zu setzen. Also der ist von uns natürlich da hingesetzt. Man wird, kann den schon loswerden, wenn man will. Aber ja, es war natürlich für uns auch so auf Tonebene schon eine Frage, wie gestaltet man auch dieses Nichts da draußen? So, ne? Ist da einfach nichts? Oder weil es uns mehr um diesen Aspekt davon ging, als würde dort sozusagen die Zeit für einen Moment stillstehen. So. Aber nicht im Sinne von, dass alles einfriert, sondern als würde wie eine Blase aufgemacht werden, in dem Dinge entstehen können. Auch. Also ist, ich sage mal, es ist teils, teils. Es gibt gewisse Zwänge, denen man sich auch beugen muss, die insofern vor allem vorlagen, da das ja zwei getrennte Orte waren, an denen es gedreht wurde, nämlich einmal NRW mitten im Inland, ja 600 Kilometer zur Küste und einmal an der nördlichsten Spitze Deutschlands, was wir auch versuchen mussten, die farblich natürlich zusammenzubringen. So. Und da hat es uns schon geholfen, dass man diese ganzen Dorfsachen auch etwas kühler gradet, so um einfach auch so diesen nordischen Touch irgendwie, so diesen kühlen Wind, der da die ganze Zeit pfeift, so auch visuell spürbarer zu machen. Was aber dann auch durchaus Konzept war, war das, was du sagtest, dass man ab dem ersten Moment auch irgendwie in den Film reingezogen wird. Das ist, glaube ich, auch gerade bei so einem Genrefilm sehr wichtig, weil man den Zuschauer, der Zuschauer ist ja am Anfang sehr offen, so für einige Minuten. Aber dann will er irgendwie auch wissen, in welche Richtung es geht. So. Und dazu dient dann im Wesentlichen auch der Prolog des Films, der den Film schon stilistisch, aber auch emotional in eine bestimmte Richtung rückt, auf den der Zuschauer dann im besten Fall aufspringt und den Rest der Reise auch mitmachen kann.